Der hat ein recht spannendes Thema, wo es darum geht, dass also Innovationslabor mit Lehrkräften gearbeitet hat. Das ist ein Projekt aus Tallinn in Estland und das sehr aktiv Lehrkräfte in Gestaltungsprozesse, die technologiegestützt sind, einbezieht. Und ja, das hört sich also ein ganz spannendes Thema an. Herr Le, bitte um Ihren Input. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich kann gleich erklären, wie das mit Estland hier zusammenhängt. Aber richtig, also wir haben uns jetzt da einige Jahre lang in Estland mit der Digitalisierung an Schulen beschäftigt und insbesondere mit der Lehrerfort- und Weiterbildung und ich glaube, ich kann da sehr schön an einige von den Desideraten anschließen, die Frau Spiel heute ins Spiel gebracht hat. Also kurzer Überblick. Wie gestalten wir Digitalisierung eigentlich an Schulen? Das ist so ein bisschen die Grundfrage, die wir jetzt haben. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und aus meiner Sicht spielt da natürlich die Lehrerfortbildung eine sehr wichtige Rolle. Dann stelle ich das Teacher Innovation Laboratory vor oder das Innovationslabor für Lehrkräfte, was wir dort entwickelt haben und auch mehrfach durchgeführt haben. Und ja, ich reflektiere ein bisschen über die Ergebnisse, die wir dort gefunden haben mit den Lehrkräften und ja, gehe auf ein Modell ein, was wir auch im Rahmen dessen weiterentwickelt haben. Vielleicht nur kurz zu meiner Person. Ich war also 10 Jahre in Estland und habe mich dort, wie gesagt, unter anderem mit der Digitalisierung an Schulen beschäftigt, habe viel mit Lehrkräften zusammengearbeitet, habe ein Exzellenzzentrum dort geleitet zum Thema Education Innovation. Learning Analytics war ein großes Thema und bin jetzt nach 10 Jahren wieder zurück in Österreich und seit dem 1. September an der Donau-Universität Krems. Und ja, freue mich wieder hier zu sein und ich hoffe, dass wir auch in Österreich ja da Anknüpfungspunkte finden. Jetzt aber zunächst mal die Frage, wie gehen wir mit der Digitalisierung an den Schulen eigentlich um und wie kommen wir da weiter? Wir haben heute schon häufiger das Thema digitale Kompetenz der Lehrkräfte gehört. Und ja, ich sehe das so ein bisschen zwiespältig, diese Diskussion zu diesem Konzept. Einerseits positiv, weil da jetzt auch schon einige recht gute Rahmenmodelle existieren, die versuchen doch dieses Thema in all seiner Komplexität aufzugreifen und sozusagen nicht nur digitale Kompetenz als das Tool wissen, also wie kann ich jetzt irgendwie Zoom verwenden oder so verstehen, sondern das durchaus breiter verstehen. Und das ist natürlich wichtig und auch die pädagogische Brille dabei aufhaben. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine gewisse Gefahr darin, weil dadurch natürlich sehr stark fokussiert wird auf einen individuellen Kompetenzaufbau der Lehrkräfte. Und ja, das hat durchaus Probleme, weil es den Umgang mit der Digitalisierung dann in den Verantwortungsbereich einzelner Personen häufig legt. Und das ist ja aus meiner Sicht nicht unbedingt zielführend. Hier ist mal so ein Bild, was ich versucht habe, was ich gefunden habe, um das Problem zu veranschaulichen. Also wir haben dann sozusagen irgendwie die Gefahr der Digitalisierung, die sozusagen sich auf den Weg gemacht hat und unsere Jobs zu gefährden und die Lehrkräfte zu bedrohen. Und die Lehrer, die sind dann quasi ja irgendwie einzelkämpfende, lebenslange Lerner, die ständig sich weiterbilden müssen und in der Angst, dass sie sozusagen irgendwann eingeholt werden, mit dieser Herausforderung umgehen können oder umgehen müssen. Aber lebenslanges Lernen sollte natürlich, wie Frau Spiel das auch schon gesagt hat, eigentlich ganz zentral sein, um genau solche Probleme der Zukunft irgendwie in den Griff zu bekommen und zu lösen. Da geht es dann aber weniger darum, dass einzelne Personen jetzt digitale Kompetenzen erwerben, sondern dass wir solche kollektiven gesellschaftlichen Herausforderungen, wie die Digitalisierung an Schulen, wie sollen Schüler eigentlich lernen mit den Medien, dass wir die gemeinsam irgendwie adressieren.
Und das macht natürlich Lernen notwendig. Und das Innovationslabor, was wir entwickelt haben, soll quasi genau in diese Richtung gehen. Es ist also ein Programm für die berufliche Weiterbildung, was man hier schon sieht, sehr langfristig ist. Also wir haben die kürzesten 6 Monate, haben aber auch 12-monatige Weiterbildungsmaßnahmen gehabt, Trainings. Es geht dabei sehr stark um die Entwicklung neuer Lehr-Lern-Methoden. Roboter im Mathematikunterricht zum Beispiel. Ich gehe dann später noch ein paar Beispiele ein. Gemeinsam Unterrichtspläne zu entwickeln, Lernmaterialien gemeinsam zu entwickeln und zwar in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, aber auch Wissenschaftlern, Didaktikern an der Universität und dann diesen direkt in der Berufspraxis anzuwenden. Teacher Inquiry ist ein großes Thema, also dann auch sozusagen die Bedingungen dieser Anwendung irgendwie zu untersuchen in der eigenen Praxis und über 150 Lehrkräfte haben daran teilgenommen. Hier sind ein paar Module und ich entschuldige mich schon mal für die Mischung mit dem Englischen und auch wenn ich teilweise da noch etwas in die englische Terminologie hier hineinfalle. Die Idee ist also quasi, dass das ein, ja, wie das in der Literatur genannt wird, School-University Partnership ist, also eine Partnerschaft zwischen Schulen, zwischen Lehrkräften und ja, Experten aus der Universität. Und dann haben wir ein paar Aktivitäten, die von der Lehrkraft getrieben werden, nämlich die Implementierung im eigenen Unterricht, Demonstrationsunterrichtseinheiten durchzuführen. Es gibt welche, die mehr von der Universität, von der Lehrerbildungsseite kommen, also methodische Didaktiker, Technologien natürlich, aber auch ja, Lernpsychologen und dann auch diese Anleitung zur Reflexion. Und dann gibt es einen Bereich, wo die beiden Parteien, sage ich mal, gleichberechtigt miteinander an diesen ja, Gestaltungsaspekten arbeiten. Und da geht es einerseits um die wirklich die Entwicklung solcher neuen Unterrichtsmethoden, aber dann auch um zu überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich herausfinden, ob das auch tatsächlich was bringt. Collaborative Inquiry haben wir das genannt. Und von der zeitlichen Struktur läuft das also so, es gibt also Kontaktunterricht alle 30 Tage, einmal im Monat ungefähr. Und da wird dann ist der spezielle Fokus auf die, ja, auf die Gestaltung solcher neuen Lernmethoden und dann in diesem Zwischenraum sollen die dann also von den Lehrkräften umgesetzt werden und dann gibt es wieder Treffen, wo dann die Ergebnisse reflektiert werden. Jetzt können Sie Ihre estnische Kenntnisse ein bisschen auffrischen. Hier sind so ein paar Beispiele, was wir da gemacht haben. Also die ersten beiden beziehen sich auch auf den Mathematikunterricht, der anscheinend ja auch in Estland irgendwie für die Digitalisierung irgendwie ja, mal sehr, 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 sehr prominent ist. Also Robotik im Mathematikunterricht. Aber es geht auch um mobiles Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht oder Smart Schoolhouse. Hier nur vielleicht ein paar genauere Informationen, wie das dann ablief. Also hier ein Beispiel, die Roboter im Mathematikunterricht. Da gibt es also sozusagen diese Methodik, die entwickelt wurde, wie man jetzt verschiedene Konzepte in der 3. und 6. Schulstufe mit Robotern im Mathematikunterricht visualisieren kann. Und dann wurden also dort Mathematik und größtenteils Mathematiklehrer, Lehrkräfte eingeladen und die haben dann sozusagen diese Methodiken ausgearbeitet für ihren eigenen Kontext, für ihren eigenen Unterricht. Ja, Unterrichtspläne wurden dort entwickelt und dann implementiert und dann auch Belege für die Wirksamkeit im Unterricht, im mathematischen Verständnis der Schüler eingesammelt. Ein zweites war ja so interaktive Aufgabenblätter auch im Mathematikunterricht, ja, wie sie es ja in einer Vielzahl gibt. GeoGebra ist ja auch hier in der Nähe relativ prominentes Beispiel. Wir haben da quasi andere Technologien verwendet, um diese Aufgabenblätter mit den Lehrkräften gemeinsam zu gestalten. Und dann ging es mehr darum zu überlegen, welche mathematischen Aufgaben können denn jetzt eigentlich welche
welches mathematische Denken besonders anregen und wie sollte man die sozusagen aufeinander aufbauen, damit die Schüler über die Zeit komplexere mathematisches Wissen verstehen. Und in beiden Fällen war auch wichtig, es gibt so eine Plattform, wo also diese Materialien dann auch veröffentlicht werden können. Und das war dann auch ein Ziel dieser Innovationslabore, dass die Lehrkräfte auch dann am Ende diese Ressourcen dann wieder anderen zur Verfügung stellen sollten. Wie haben wir uns das jetzt angeschaut? Also wir haben sozusagen ein Modell gesucht, was so ein bisschen diese gestalterischen Aspekte verbindet mit dem individuellen Lernen. Und da sind wir auf solche Theorien wie zu kollektivem Lernen gekommen, Knowledge Creation, Wissensreifungsmodelle und dann auch individuelle Lerntheorien, die sich mehr stärker mit dem, ja, aus soziokulturellem Hintergrund beschäftigen, mit wie man lernt jetzt zum Beispiel in situativen Kontexten. Und es geht dabei insbesondere um die Aneignung von neuen Praktiken. Und ja, darum geht es ja bei den Lehrern. Und wir haben das dann Wissensappropriation genannt, was im Deutschen nicht so wunderbar klingt, und im Englischen Knowledge Appropriation. Und hier ist das Modell, was wir da verwendet haben. Das sieht also, wie gesagt, auf der einen Seite die kollektiven Lernprozesse vor. Jetzt ist meine Maus verschwunden hier. Also auf der linken Seite so ein kollektiver Lernprozess mit einem kollektiven gestalterischen Aspekt, wo man gemeinsam diese Lernmethoden entwickelt. Und auf der anderen Seite stärker so einen individuellen Prozess, wo man ja über Personen, die Hilfe suchen, dann im Arbeitskontext irgendwie Hilfestellungen bekommen und diese Hilfestellung über die Zeit halt herausgenommen wird, so ein Scaffolding erfolgt. Und ja, dieser kollektive Lernprozess, also dass man Wissen teilt, dass man gemeinsam Wissen gestaltet, dass man es formalisiert und dann auch veröffentlicht werden kann und das dann auch weiter verteilt werden kann. Ja, und die Wissensappropriation ist sozusagen für uns so ein zentrales Konzept, dass ich also ja jedes Mal irgendwie vielleicht, ich muss sozusagen mitbekommen, dass das für mich irgendwas relevant ist. Dann ist das aber nicht in jedem Fall immer so übertragbar, wie ich das gerne hätte, weil in meiner Klasse vielleicht andere, die Schülerzusammensetzung vielleicht eine andere ist oder ja, bestimmte räumliche Voraussetzungen habe. Das heißt, ich muss jede Lernmethode natürlich adaptieren. Und ich muss das dann auch validieren, ob das sozusagen in meinem Kontext funktioniert. Also das sind so die Praktiken, die wir da untersucht haben und die wir besonders auch in diesem Innovationslabor natürlich versucht haben anzuregen. Jetzt war erstmal so eine qualitative Studie. Wir haben die Lehrkräfte also nach diesen Trainings dann gefragt, waren das solche Prozesse, die sie dort erlebt haben und wie hilfreich fanden die jetzt bei der Einführung von solchen technologiegestützten Lernformen. Und hier nur eine knappe Auswahl von einigen Ergebnissen, also besonders dieser Bereich Co-Creation, gemeinsame Gestaltung, war für die Lehrkräfte sehr wichtig und wurde sehr positiv gesehen von den Teilnehmern, dass die also gleich praktisches Material gemeinsam entwickelt haben und auch sozusagen von verschiedenen Kollegen und von Didaktikern von der Universität dann irgendwelche Hilfestellungen bekommen haben. Formalisierung wurde auch als wichtig von den Lehrkräften gesehen, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt für sie war, dass man da sozusagen gleich verlangt hat, dass die dann auch ihre Lernmaterialien veröffentlichen. Allerdings sieht man dann auch, dass zum Beispiel in der einen Gruppe, also ein Drittel der Lehrkräfte auch dann die Materialien an Lehrkräfte außerhalb des Programms weitergegeben haben und mit denen geteilt haben. Ich weiß nicht, ob man sowas auch findet, wenn man sozusagen mehr auf so Einzeltrainings setzt. Ich habe da meine Zweifel. Scaffolding war wichtig, besonders am Anfang. Und dann, besonders war diese Validierung im eigenen Unterricht sozusagen etwas, was die
Lehrkräfte besonders wichtig fanden. Und dann haben wir uns gefragt, das war dann mehr so die quantitative Sichtweise auf die Dinge. Bringt das denn jetzt eigentlich auch was für den Einsatz der Lernmethoden in der Praxis? Also man hat ja häufig das, dass man wenig Wirksamkeit von solchen individuellen Trainings hat, weil ja, dann hat man irgendwie nicht die Möglichkeit, das einzusetzen oder man hat es dann doch nicht richtig verstanden oder man ja, findet es vielleicht dann doch nicht so gut. Wenn wir das jetzt so relativ aufwendig aufgezogen haben, hat das denn jetzt tatsächlich auch einen Effekt? Und hier haben wir das Innovationslabor verglichen mit zwei anderen Programmen, die wir auch gleichzeitig gestartet haben. Das eine ist ein stärker auf Schulentwicklung setzendes Programm, Future School, was aber auch langfristig ist, also auch über 12 Monate mit Schulteams zusammenarbeitet. Und zwei Interventionen, wo wir stärker, das war auch schulbasiert, aber kürzer, Ein-Tages-Workshops im Prinzip zu den gleichen Themen, wie diese hier gemacht haben. Und man sieht schon, dass der intendierte Einsatz von der Methode auch langfristig im eigenen Unterricht, dass das schon korrespondiert mit diesen Wissensappropriationspraktiken. Da gibt es also sozusagen einen Zusammenhang. Und man sieht auch, dass ja, tendenziell die Schulbasierten hier etwas schlechter abschneiden als die anderen, mit Ausnahme natürlich. Wir haben uns dann die verschiedenen Wissensappropriationsprozesse genauer angesehen, also die Wissensreifung, Scaffolding und dann die Appropriation. Und hier sieht man besonders, dass also bei diesen schulbasierten Modellen besonders die gemeinsame Wissensentwicklung und Reifung niedriger eingeschätzt wurde als bei den Lehrkräftelaboren. Und schließlich kann man sich ja fragen, also was führt denn jetzt eigentlich, welche Faktoren tragen denn jetzt tatsächlich eigentlich bei zu einer Einführung, die dann auch skalierbar, nachhaltig und evidenzbasiert ist bei den Lehrkräften? Und wir haben uns also einerseits diese Praktiken angeschaut, also wie sehr die Wissensappropriationspraktiken dort eingeschätzt worden, wie häufig das geschehen ist im Training und haben das verglichen mit so typischen anderen Effekten von Training. Also Selbstwirksamkeit ist natürlich ganz wichtig. Soziale Eingebundenheit hat Frau Spiel auch erwähnt. Das ist natürlich auch ein typischer Effekt vom Training. Wenn ich mich da sozusagen so sozial eingebunden fühle, dann habe ich auch eine größere Sicherheit, dann auch die Sachen einzusetzen. Und Psychological Ownership, also das habe ich mal mit Inbesitznahme übersetzt. Also wie sehr sehe ich das jetzt wirklich als meine Methode an, die ich da entwickelt habe, versus ist das was, was mir sozusagen von außen irgendwie aufoktroyiert wird. Also das sind eher für mich sozusagen so ein bisschen die individuellen Kapazitäten, Lernergebnisse und das sozusagen das, was sozial passiert. Und welchen Anteil haben jetzt eigentlich diese sozialen Praktiken? Und hier sieht man ganz interessant, das ist jetzt also ein Ergebnis der multiplen linearen Regression, dass drei Faktoren signifikant zum intendierten Einsatz beitragen. Selbstwirksamkeit, das ist, denke ich, ein Effekt, den man sehr häufig findet. Natürlich, die Selbstwirksamkeit wird erhöht durch Training. Dieses Psychological Ownership, also ist das jetzt wirklich meine Methode, das ist auch sogar noch mehr, trägt zum Einsatz bei. Und dann auch die sozialen Praktiken. Und was natürlich interessant ist bei einer multiplen linearen Regression, ist, dass die versucht, sozusagen die Varianzanteile unabhängig von den anderen zu sehen. Das heißt, wir können sagen, dass die Wissensappropriationspraktiken über die individuellen Effekte hinaus noch einen zusätzlichen Effekt hatte. Und das ist sozusagen ein wichtiges Ergebnis. Und was man noch sieht, ist, dass diese soziale Eingebundenheit keinen signifikanten Effekt hatte. Und das zeigt, dass diese sozialen Praktiken also wirklich, dass die Gestaltung dieser Lernunterlagen nicht nur dazu geführt hat, dass die Leute sich da jetzt irgendwie eingebunden und
partizipativ und so gefühlt haben, sondern dass es tatsächlich noch einen zusätzlichen Effekt hatte zu der über eine reine, ja, Gefühl der Partizipation oder so hinausging. Ja, was lernen wir daraus? Also das Innovationslabor ist eine integrierte Fortbildungsmethodik und ich habe es jetzt hier sehr kurz nur dargestellt, aber es versucht eigentlich sehr viel auf einmal zu machen und natürlich ist das sehr herausfordernd. Also einerseits mal technisches, didaktisches und fachspezifisches Wissen zu integrieren, dann aber auch Forschung, professionelles Lernen oder Fortbildung und auch Bildungsinnovationen miteinander zu verbinden und ja, mehrere Lernprozesse zu integrieren, die anscheinend für die Fortbildung sehr wichtig sind und für den Erfolg des Einsatzes. Selbst experimentieren, reflektieren, gemeinsame Gestaltung, Scaffolding. Wir sehen jetzt auch später, dass die Materialien, die dort entwickelt werden, nachhaltig eingesetzt werden. Also die haben große Zugriffszahlen und sie werden offensichtlich auch weiter verwendet. In der Zukunft wollen wir einen stärkeren Fokus setzen auf die Schule als Organisation, das ist auch von Frau Spiel erwähnt worden, das stärker zu integrieren in solche Schulentwicklungsprozesse, weil die natürlich immer wirksamer sind, wenn ja Schulteams an solchen Sachen teilnehmen, wie das in diesem Future School Programm passiert. Und natürlich ja, haben wir auch eine große Motivation, einige von den Aspekten anzupassen und für den österreichischen Kontext hilfreich zu machen. Und ja, da haben wir quasi schon die Idee, dass wir das mit den pädagogischen Hochschulen gemeinsam angehen könnten. Ich sage noch dazu, dass das Innovationslabor nur ein Teilaspekt eines ganzen Innovationszyklus ist, den wir da entwickelt haben mit anderen Methoden, zum Beispiel Projekttagen an Schulen. Ja, dann solche starke partizipative, lehrerzentrierte Prozesse und auch dann Communities für die Lehrkräfte. Das haben wir EduLabs genannt und soll sozusagen so einen ganzheitlichen Ansatz schaffen, wie man Innovationen in Bildungsinstitutionen etablieren kann. Und ja, da gibt es auch noch ein ganzes digitales Toolset, womit das dann auch unterstützt wird, aber das werde ich vielleicht ein andermal erzählen. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. War sehr wissenschaftlich, auch sehr fundiert und hat für mich jetzt einen Punkt stark hervorgehoben, nämlich den Aspekt der gemeinsamen Wissensentwicklung bei Lehrkräften, die in Schulen geringer ist als in den Laborsituationen. Das ist ja sozusagen eine Erkenntnis, wo man vielleicht einen Schritt weitergehen müsste, denn das adressiert letztendlich den Aspekt der Kollaboration. Und Lehrkräfte verstehen sich ja als Experten in einer Experten- oder Expertinnenorganisation. Und da ist der Aspekt der Kollaboration öfter nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, wenn Sie das jetzt sozusagen auch mit Schulentwicklung kombinieren, ist für mich die Frage, ob das nicht der Hauptfokus sein müsste, hier auf diese Kollaboration stark zu wirken. Aber natürlich die Frage, was sind da die Incentives dazu, dass das auch angenommen wird? Ja, wir konnten das schon beobachten. Also es gab schon einige von diesen Trainings, wo schon Schulteams, also kleinere 2-3 Personen von einer Schule schon gleichzeitig teilgenommen haben. Und das war schon zu beobachten, dass es natürlich in diesen Fällen noch besser funktioniert hat. Das ist ganz klar. Also ja, man kann natürlich solche Trainings sozusagen auf gleich nur für Schulteams öffnen oder ja, gleich sozusagen das Ganze als Schulentwicklungsprojekt anbieten und dann sozusagen diese Trainings oder diese Labore innerhalb der Schule organisieren. Und ja, das, wenn Sie mich nach Incentives fragen, dann ja, das ist was man sozusagen diskutieren muss, weil natürlich jedes Bildungssystem ja in gewisser Weise ein bisschen anders incentiviert ist. Also in Estland gibt es relativ große Incentives, weil die Lehrkräfte sozusagen ja dann auch an der Schule andere Aufgabenbereiche übernehmen können, die Schulleitungen, die anders einsetzen können, auch zusätzliche monetäre
monetär sozusagen Zulagen zahlen können und so weiter. Das war sicherlich in Estland auch einer der Incentives. Aber da gibt es sicherlich auch andere, ne? Und ich meine, ja, Schulentwicklungsprojekte sind ja auch was, womit ich sozusagen in meiner Schule meinen Arbeitsplatz irgendwie gestalten kann und Einfluss nehmen kann und so weiter. Wir haben übrigens auch natürlich Covid-Studien auch gemacht in Estland, und da ist auch als ein Ergebnis ganz, ganz eindeutig rausgekommen, dass dort an den Schulen, wo es eine kollaborative Kultur gibt, wo die Zusammenarbeit funktioniert im Kollegium, wo es sozusagen Fachgruppen gibt, die gemeinsam Sachen entwickeln, dass dort auch natürlich die Anpassung an die Covid-Zeit viel besser funktioniert hat. Es hat ja der Peter Baumgartner vor einigen Jahren E-Education auch mitbegleitet in der wissenschaftlichen Analyse, und war sehr stark auch hier im Fokus der Aspekt des Ownerships, ja, also praktisch, wie besetze ich ein Thema, und mit der Idee, dass sozusagen das auch andere im Kollegium vielleicht auch mitreißt, oder man halt sozusagen jetzt auch Feuereifer im Digitalen grundsätzlich beispielsweise dem entgegensteht, dieses Krabbenkäfig-Phänomen, wo praktisch eine Lehrkraft, die sich mehr einer gewissen technologischen Entwicklung widmet, sozusagen wieder eher zurückgezogen wird vom Kollegium, weil man das gar nicht so haben möchte, dass da jemand so der Shootingstar wird. Ja? Und das ist ein Phänomen, das wir auch hier immer wieder beobachten im schulischen System, dass sozusagen die Best- oder Outperformers, das ist nicht gleichbedeutend mit dem, dass das gesamte Kollegium dann hier freudeschreiend mitmacht. Ja. Aber das ist sozusagen ein Aspekt der Schulentwicklung und der Kollaboration, den man auch hier vielleicht ja, etwas fokussieren muss. Mhm. Ja gut, danke für die Ausführungen.